Oh Gott, ohne Bilder, versuch das mal, ey. Ja, erklären halt, ne? Alles erklären, was man sieht. Ja, ich hab's halt jetzt gerade echt versucht, ohne zu gucken, ne? Aber das ist viel zu schwer. Ja, mach mal, ohne zu gucken. Okay. Ich überlege jetzt gerade, was man hier machen kann. Ich habe jetzt hier eine Tür, da steht grün drauf. Grün, das heißt, ich habe hier ein grünes Buch. Hast du irgendwelche Symbole? Du solltest dich vielleicht ein bisschen beeilen. Wieso? Könnte er trinken. Oh nein, und jetzt? Ich habe hier mehrere Grünbücher. Ja, was hast du denn als Auswahloption? Grün. Ja, nur grün. Hier steht nur grün. Ja, hast du nichts, wo du irgendwas machen kannst? Ach, hier habe ich jetzt einen Keller. Ich habe noch nichts gefunden, mit was ich mir machen kann. Also ich habe drei so eine Schornsteineingänge. Mhm. Aber da kann ich nichts drin tun. Grün, grün, grün. Ich habe hier Zahnräder. Ja, dann ändere das. Mach mal was aus. Und blau, ich möchte an blau ran. Blau. Das ergibt grün. Danke. Du hast mich gerade vor dem Ertrinken gerettet. Ach du Scheiße, ey. Nächste Tür. Geh auf. Also ich stehe jetzt gerade vor einer Tür mit einem Hebel. Ach Hebel, okay, dann geht das auf. Hm. Ich kann ja von hier wieder. Okay, ich bin durch das dadurch. Bring down the guiding light. Ein Licht runter. Du musst den Hebel betätigen. Also ich kann ja auch Dinge gerade machen. Also ich kann gerade alle Fackeln ausmachen. Okay. Okay, der Raum ist riesengroß. Also ich habe ja richtig viele Räume gerade. Das ist gefühlt ein kleines Labyrinth, was ich gerade mal habe. Ich glaube, ich bin gerade durch irgendwelche Gänge, Treppen hoch und runter. Aber ich sehe noch nichts, wo du mir bei helfen könntest gerade. Ja. Also, du musst einfach nur durch Gänge, wo überall Fackeln an der Wand sind. Also, nichts Besonderes gerade bisher. Weiß ich, was bei dir gerade abgeht? Also hier sehe ich gerade nichts. Wenn es mir, dass ich überall die Fackeln ausmache, ne, dann weine ich aber. Ich mache dann einfach alle Fackeln aus, wer weiß. Weil die Fackeln sind das Einzige, womit ich interagieren kann. Mhm. Na, Leute, jetzt hier Feierabend, Licht aus. Ich kann das auch machen. Was? Die Lichter ausmachen. Okay, die Fackeln glaube ich nicht ausmachen. Weil sie meinen, bring down the Guardian Light, dass ich wirklich alle Lichter ausmachen soll, wo diese Rüstungen sind, dass sie das mit Guardian begleichen. Anbleiben müssen. Weil das nicht die Schützen nicht, sondern die Schützen sind nur die bei den Rüstungen vielleicht. Aber hier ist nämlich auch ein Tor. Da ist dann. Da sind zwei grüne Lichter dran, aber da komme ich nicht durch. Oh, ich suche mal meinen Keller, wo ich eben war. Bring down the Guardian Light, sagst du, ne? Das stand bei mir. Hier ist dunkel, hier ist aber auch nichts. Da sehe ich auch nichts. Ich mache jetzt gerade alle Lichter aus, wo ich sehe, dass da Rüstungen stehen. Mhm. Und da, wo keine Rüstungen stehen, lasse ich Licht an. Nee, alle Lichter, die ich ausmachen konnte, sind aus. Ich habe noch ein paar Lichter zum Ausmachen. Ich habe echt viele Rüstung. Ich hatte ja auch ein paar Rüstung, aber das bringt mir nichts.
Hier ist noch ein Hund mit drei Kerzen auf dem Kopf als Bild. Ein Hund mit drei Kerzen auf dem Kopf? Ja, so ein Porträt. Hier ist ein Hebel. Ein Hebel mit blauem Licht. Okay. Also einen Hund mit Kerzen auf dem Kopf habe ich hier tatsächlich nicht. So, dann gehe ich mal aus dem Raum raus. So, hier ist nichts. Hier liegt ein Buch, aber dem kann ich glaube ich nicht interagieren. Nee. Bei mir sind Bücher anscheinend wirklich nur Deko. Das ist für mir. Irgendwas. Ich hab noch so ein Pitbull. Ein Pitbull. Wie schlimm ist hier? Sie versuchen jetzt hier gerade mit Jumpscares. Was? Ich krabbelte gerade immer so im Boden. Also, was Schwarzes. Hab ich dir gesagt. Jetzt geh doch. Hier ist ein grüner Hebel. Hast du irgendwo auch einen weißen Hebel? Ich hab gerade einen blauen und einen grünen jetzt bisher gehabt. Hier sind zwei grüne Lichter an dem einen Tor. Na, ich habe auch so ein Tor, wenn ich Richtung Keller gehe. Oh, ist er wieder aufgemacht? Okay, warte mal. Nee, habe ich am besten nicht gezogen. Hier sind zwei rote. Macht ein Tor irgendwas? Dort auf und zugegangen. Jetzt habe ich hier noch ein Bild, eine Katze mit Fledermausflügeln. Nee, ich habe davon gar nichts. Aber du hast kein weißes Tor? Bisher noch nicht. Ich bin noch dabei, ein Licht auszumachen. Irgendwie sind es noch mehr, als ich dachte. Hier ist noch ein grünes. War schon wieder grün. Hier ist noch rot. Aber mit grün habe ich doch das ein Ding hier zugemacht, oder nicht? Ja. Das wird gerade bei mir eher wie so ein Labyrinth. Wo ich gucken muss, welche Fackel ich ausmache, welche Hebel ich bediene. Das sieht aber auch irgendwie alles gleich aus. Wie aus? Wo ist dein Startpunkt? Ja, genau, wo ist mein Startpunkt? Gute Frage, Schatz, gute Frage. Ich laufe jetzt gerade wirklich mal ohne Orientierung so quer planlos durch. Und mach einfach die Fackeln aus. Das ist für mich Bring Down the Guardian Lights. Das ist noch eine blaue Tür. Aber kein Hebel dazu. Ich suche auch gerade, ob ich hier noch irgendwelche Hebel habe.
Den einzigen Hebel, den ich habe, das ist ein weißer. Ich hab da vorhin einen blauen Hebel gesehen gehabt. Warum ist ja nicht Licht an? Ich hab das rausgemacht oder nicht? Na, ich glaube, die gehen wieder von alleine an. Nee. Also bei mir gingen sie auch eben gerade von alleine wieder an. Oder ich weiß noch nicht, kann auch sein. Doch, Safety gehen wieder an. Müssen sie. Hier war ich nämlich schon. Hier ist ein grüner Hebel, der macht das Tor zu. Ich muss noch einen blauen Hebel suchen. Ich hab doch vorhin einen gehabt, aber der macht dann dieses Tor hier wieder zu. Hier ist hier dieser Köter. So ein sabbernder Pitbull. Wo war denn jetzt dieser dämliche blaue Hebel? Bring down the Guardian Light. Und weiß, warum mir der Anfangshebel, womit ich hier reingekommen bin. Okay. Da komme ich aber nicht mehr ran. Ich bin jetzt hier eingesperrt. Mhm. Hier ist der blaue Hebel. Ach so, du hast gesagt, du hast beim Weißen angefangen? Ja. Ah, okay. Findest du nochmal zum Weißen zurück? Ja. Dann geh mal bitte zum Weißen. Dann? Ich kann ja aber nicht mehr drücken. Okay, dann gehst du geradeaus. Ja. Bis du dann halt links und rechts abbiegen kannst. Dann biegst du rechts ab und dann direkt wieder rechts. Dann komm ich zum blauen Hebel. Mhm. Den hast du schon gedrückt? Weiß ich nicht. Ich mache ihn jetzt hoch. So, ja, weiter. Genau, dann gehst du geradeaus aus dem Raum raus. Welche, ja, ja. Also wenn du dich umgedreht hast, geradeaus aus dem Raum raus. Und dann gehst du rechts. Ja. Dann wieder geradeaus. Ja. Also quasi aus dem Raum raus, rechts, links, links. Links. Also geradeaus bis zur Wand, wo links. Du beim blauen Hebel warst. Ja. Dann rechts abbiegen, dann links abbiegen, dann kommt da eine Wand, dann gehst du wieder nach links. Genau, dann komme ich durch so ein blaues Tor durch. Mhm. Also ich gehe dann geradeaus und komme durch ein blaues Tor durch. Genau, wenn du durchs blaue... Oh. Warte mal, ich muss einmal das nochmal wieder aktivieren. Da ist... Nach dem blauen Tor muss ich rechts gehen. Warte. Ich muss einmal gucken, dass ich die Karte wieder ankriege. Jetzt ist sie an. So. Genau, also... Genau, das heißt, du bist gerade durchs blaue Tor durchgegangen und rechts und nochmal rechts zur Treppe hin, ne? Also, blaues Tor durch, dann gehe ich nach rechts, dann gehe ich die Treppe hoch und dann wieder rechts aus. Mhm. Ja, und dann links. Wenn du rechts gehst, müsstest du ein grünes Tor haben, was verschlossen ist, oder? Ja. Genau. Okay, da kommst du noch nicht hin. Nein. Gut, weil da ist nämlich, dahinter ist nämlich der rote Hebel. Den brauche ich. Mhm. Den brauchst du, dann kommst du da oben lang. Wie kommen wir denn da hin? Geh nochmal zum blauen Hebel und deaktiviere ihn nochmal, bitte. Echt jetzt? Ja. Okay. Genau, weil das eine blaue Tor, das ist ja jetzt gerade offen. Das wollen wir aber wieder zu haben, weil wir zu dem anderen blauen Tor wollen.
Okay, Hebel ist unten. Genau, dann gehst du aus dem Raum raus. Ja. Und geh nach links wahrscheinlich, ne? Dann gehst du nach links, genau. Bis zu dem letzten Raum und dann hast du dann rechts eine Treppe. Dann muss ich erstmal die Karte wieder aktivieren. Eine Treppe nach oben. Ja. Warte, ich muss wie gesagt meine Karte einmal wieder aktivieren. So. Genau, eine Treppe nach oben und dann hast du links ist eine Treppe und rechts geht's nochmal weiter zu einer Treppe, ne? Rechts geht's weiter bis zur Treppe nach unten. Da ist Flower Tower jetzt oben, ja? Da bin ich jetzt durchgegangen. Mhm, genau. Da ist ein grüner Hebel. Genau, dann drückst du den grünen Hebel. Ja, dann gehst du zum blauen Hebel zurück wahrscheinlich, ne? Genau, dann gehst du zum blauen Hebel zurück, drückst den einmal, dann kommst du durch das andere blaue Tor und dann kannst du den roten Hebel drücken. Mit dieser Spielauswahl hast du mich doch. Aber du hast schon den richtigen Job. Wird sich hier grundlos verlaufen. grundlos. Hauptsächlich verlauf meine ich. Grundlos nicht. Hoch, dann muss ich hier lang und rechts. Dann kam ich durch das blaue Tor. Nee, dann links. Dann wieder rechts. Nee, links. Das Ding ist, dann bist du noch nicht durch gleich. Dann rechts, dann komme ich durch das blaue Tor. Dann muss ich nach rechts gehen, die Treppe hoch. Und nach rechts. Da ist das grüne Tor jetzt irgendwo oben. Da. Ja. Ich bin das grüne Tor durchgegangen. Ja, und jetzt hast du da einen roten Hebel. Ja, habe ich gefunden. Habe ich berührt. Dann drückst du den? Hab ich berührt. Achso. Ich habe ihn nicht nur angepasst, ich habe ihn auch geschaltet. Mhm. Ne? So, das heißt, das hast du jetzt gedrückt. Ja. Das muss ich einmal überlegen. Oh, jetzt ist die Karte schon wieder ausgegangen. Dann sagst du, zu welchem Hebel ich zurückgehen soll. Na, das ist ja das Lustige. Das ist einfacher, als wenn du mir sagst, geh nach links oder rechts. So, das Ding ist nämlich jetzt, du hast jetzt den roten Hebel gedrückt, jetzt hast du quasi, wenn du durch das grüne Tor geradeaus durchgehst, dann kommt da irgendwann eine Treppe, da war das rote Tor. Wo kommt irgendwann eine Treppe, gerade wenn ich geradeaus gehe? Also du warst beim roten Hebel und bist durchs, und dann wenn du ganze Zeit geradeaus gehst, dann hast du irgendwann eine Ecke, dann kannst du nach rechts und links. Ja. Ich habe hier gerade ein geschlossenes rotes Tor gefunden. Ja, und das ist nämlich das Problem. Da müssen wir nämlich jetzt durchkommen. Und dafür müssen wir jetzt gucken, dass wir dann dementsprechend irgendwie von links aus durch das grüne Tor kommen. Also hast du das rote Tor gefunden und quasi, wenn du vor dem Tor stehst, hast du links nochmal ein grünes Tor, ne? Warte. Ich habe jetzt hier ein geschlossenes rotes Tor vor mir. Mhm. Wo ist das geschlossene rote Tor? Das ist, wenn man eine Treppe runtergeht, dann kommt da direkt ein rotes geschlossenes Tor. Mhm. Aber da war ich schon mal. Das war die Katze mit den Fledermausflügeln. Dann muss ich gucken, dass ich jetzt einen anderen Weg hier durchgehe. Jetzt bin ich gerade bei einem offenen blauen Tor. Aber nicht bei dem grünen Hebel, oder? Ich bin beim blauen Hebel gerade. Ich glaube, beim blauen Hebel gehe ich jetzt mal links. Mhm. Dann komme ich wieder zu diesem zappelnden Pitbull. Hier ist ein geschlossenes blaues Tor jetzt. Ja, warte mal. Ich muss wieder. Soll ich das vielleicht mal aufmachen? So. Das geschlossene blaue Tor selber. Ja, muss ich da vielleicht mal durch? Also im Prinzip schon irgendwie. Ja, dann mach ich das Tor wieder auf, oder? Mhm. Guck ich mal, ob ich dann da durchgehe. Ja, das Ding ist, also du hast dieses rote Tor. Das rote Tor ist dann halt quasi, wenn du einmal schon runtergegangen bist, oder? Also wenn du geradeaus von dem roten Hebel gegangen bist,
Dann einmal nach rechts und einmal nach links. Da war dann einmal das rote Tor geschlossen oder offen? Jetzt bin ich hier beim grünen Hebel, warte ganz kurz. Grüner Hebel. Beim grünen Hebel rechts ist das grüne Tor offen oder geschlossen? Das ist zu. Das ist zu, okay. So, den roten Hebel hattest du jetzt aber eben betätigt. Ja. Soll ich nochmal durch die grüne Tür durchgehen? Drück mal den Hebel und guck mal, ob das grüne Tor dann einmal aufgeht. Ja. Genau. Jetzt bin ich. Ja. Genau. Und dann links. Hab's geschafft. Ja, yep, hab's geschafft. Checkpoint reach. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass du da lang musst. Das tut mir leid. Alles gut. Jetzt ist es kalt. Jetzt muss ich. Nee, jetzt gebe ich auf. Warum? Jetzt ist hier ein Schachspiel. Ein Schachspiel. Ich kann nicht Schach. Oh Gott. Nee, da war ich schon. Der ganze weird hier. Wo hab ich denn Schach? Also ich vermute halt, hier ist noch so ein Ofen. Okay, Minigame? Warte, warte. Okay, ich habe jetzt hier einen Generator angemacht. Okay. Weiß nur nicht wofür, also es ist halt ein Generator. Mhm. Was er kann ich dir nicht sagen. So. Muss hier aber auch irgendwas tun. Auf jeden Fall sitzt hier ein Schachspiel. Linke hier und das ist, ich bin auf der weißen Seite. Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt ein Schachspiel habe. Ja, du kannst auch Schachspielen oder nicht? Ja, ich kann Schachspielen. Warum? Ja, dann mir wird kalt. Ja, dann spiel doch Schach. Ich kann kein Schach, Schatz. Ja, beweg den Bauern zwei Schritte nach vorne. Den mittleren Bauern. Den mittleren, das so, oder? 1, 2, 3. Den. Gibt zwei mittlere. Den vor dem König. König ist der. Große wahrscheinlich hier. Nee, das ist der König. Schwarze Dame, schwarzes Feld, weiße Dame, weißes Feld. So, ich habe erstmal einen Schritt gemacht. Mhm. Jetzt muss ich die Gegner heute auch noch spielen. Du weißt, die Gegner musst du auch spielen. Ja. Ah, toll. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Dann nehme ich jetzt den. Na, hier dann ist jetzt weiß dran. Okay, also ich muss über beide Seiten spielen. Okay, und wer muss gewinnen? Hast du da irgendwo eine Information? Das wird nicht besser, wenn meine Sicht eingeschränkt ist, das Spiel. Nö, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch kein weiterer Hinweis. Hier ist nichts bezüglich Schach. Ob ich hier sterben kann? Okay, das geht nicht. War ein falscher Zug. Okay, du wirst erfrieren. Safe Call. Negativ steht halt gar nichts bezüglich des Schachspiels. Boah! Ja!
du? Jetzt siehst du gar nichts mehr, ne? Ich sehe weniger als nichts gefühlt. Ja, toll. Weil man der. Ne, weil der darf da nicht hingehen. Kannst du dich nicht mit dem Generator aufwärmen? Nein. Probiert gehabt. Es gibt doch echt keinen Hinweis, ey. Licht vielleicht? Ne, ich kann mich hier nicht aufhören. Das Ding ist, sobald ich meinen dritten Zug mache, gehen die mal zurück. Das ist kacke. Ja gut, ich komme hier auch nicht weiter. Ja, toll. Hast du nicht irgendwie Bücher oder was, wo du das lesen kannst? Nee, das ist halt, wie dir gesagt, nur mit den After Two Steps und North und West und sonst was. Ach, du hängst immer noch in den ganzen Räumen? Ich bin die ganze Zeit in den selben Räumen. Du bist die ganze Zeit in der Bibliothek drin, dein Ernst? Ich lass mich irgendwie gefühlt die ganze Open World. Oh Mann. Hier sind brüchige Stellen. Du bist gestorben. Ja, froze to death. Mann. Was soll das? Gibt's aber auch keine Anforderung, ey. Evidenz. Ja, jetzt komme ich wieder raus. Wie wieder raus? Ich bin jetzt wieder draußen bei dem Schachspiel. Bevor du zum Schachspiel gehst, guck dich mal bitte um, ob hier noch irgendwas anderes ist. Nichts mehr gesehen, ich war in jedem Gang drin. Irgendwas an der Statue oder sonst wo? Der Generator sagt mir halt auch an sich nichts. Und nicht mal, womit er verbunden ist. Ding ist, ich kriege hier auch keinen Hinweis. Und du frierst ja jetzt schon. Aua, mein Knie. Ja. Was passiert, wenn ich den Generator anmache? Warte mal. Warte mal. Vielleicht sieht man in den Fenstern irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe eben. Nee, nix. Mit dem Bauer nach vorne. Was dürfen Bauern? Bauern dürfen nur zwei Felder vorne gehen, richtig? Am Anfang ja. So, denn danach nur noch ein? Das klappt nicht. Jetzt habe ich so, den Gegner nicht mehr nehmen, das muss ich jetzt meinen zweimal nehmen. Zurückgeschoben. Muss ich wieder. Abwechselnd nehmen.
Ich hätte erst den Schwarz nehmen. Ja, irgendwas muss bei dir sein. Irgendwas musst du. Ich komme halt in keinen Raum, weiteren Raum rein. Und weil ich selber kann damit halt gar nichts anfangen, weil ich mit Schach keine Ahnung habe. Ich kenne weder die Regeln noch sonst irgendwas. Weder Regeln noch Moves noch Voraussetzungen. Ich hab was.